schönen guten Abend, recht herzlich willkommen. Wir haben einen Rekordstarter für 5 Minutes to go. 3, 2, 1, ab! Und das war der Start. Tosen Applaus, meine Damen und Herren, für den Abendfahrer. Jetzt geht's los. Neutralisiert die ersten beiden Runden. Das ist Marco Bona, der Italiener aus der Mannschaft Moroskop ICD Live, hat eine bittere Erfahrung dahinter. KTM, also Gourmet-Fan und KTM, verfolgt die Spitzengruppe. Und da sehen Sie, wie wichtig es ist für die österreichischen Radrennfahrer, hier ganz vorne sein und welche tolle Klasse hier unterwegs ist. Meine Damen und Herren, für Sie gibt es heute Coffee Bar von Chibo und Sie werden dort auf eine Tasse Kaffee eingeladen von der Mannschaft KTM. Das Gesamtklassement schaut so aus, Jürgen Kondula 5 Punkte, Wolfsberg. Also, überrundete Fahrer, bitte aus dem Rennen. Dr. Wolfgang Mader, meine Damen und Herren, beobachtet das Rennen ganz genau. Kommt das jetzt nicht geheuer fair, der fährt nach und möchte die Lücke schließen. Hier ein weiterer von der Mannschaft Tirol, die Startnummer 34. Das bin ich Endle. Neben mir stehen die Betreuer, meine Damen und Herren, die sind in der Ordnung, die sind in der Ordnung, die sind in der Der uns 50 inflationsgesicherte Untertaler Euros zur Verfügung gestellt hat, war der Profi, der Blechprofi Michael Kirchmeier. Der Vater holt sich die 5 Punkte, Kirchmeier, hopp, hopp. Und jetzt ist es so weit. Das schon, meine Damen und Herren, Finale, Finale, Finale. Für uns Freunde ist das der Vater, der Jungfrau. Wir holen sich hier die Punkte. 38,5 und 4. 38,5 und 4, glaube ich, gesehen zu haben. Super Roman, gewaltig. 5 ist Konkloy. 5. Partner. Und hier kommt, meine Damen und Herren, der Radrennfahrer. Danke für den großartigen Applaus. Das ist Peter Lechner, Paul Peter. Super gemacht. Wir Polo, diese Polo, ganz kurz, 2 Sätze. Es hat einen Schaltungseffekt und Bremseffekt gehabt, aber es war ein riesenschnelles Rennen.
Ja, es war unheimlich viel Rückenstilzug drin und sag mal, hier Spitzgruppe weg mit Controller drin. Ich war sehr gefährlich. Da sind wir natürlich mit Kraft zusammengefahren. Und für Martin ist es natürlich schade, dass es nicht ganz gereicht hat, für Kaumann. Aber ich habe super Rennen gefahren und Gruppe jetzt mal das gleiche auch. Da kann man sagen, danke lieber Bruder, alles Gute in der letzten Version. Meine Damen und Herren, wir warten auf den Martin Kompfloh, der hat die Nummer 38, Peter Lechner, super zu erfüllen. Ich weiß nicht, vielleicht, aber wirklich nur vielleicht liegt es daran, dass die anderen 20er jünger sind. Ich wünsche dir alles Gute, dass du das super gemacht. Christian Emminger, bitte bleib dem Radsport treu und gib deine Routine und der Sympathie dem Martin Kompfloh weiter. Meine Damen und Herren, liebe Sport, bitte bleibst du da, Christian. Ich brauche dich. Ja, ich bin wirklich gut, dass es so ausgegangen ist. Natürlich, ich bin ein echter Verlierer. Und es war einfach mit mir gegangen. Deshalb bin ich zu wenig Rennen gefahren in der letzten Zeit. Wir waren einfach die Konstanz noch nicht, dass ich über 60 Runden richtig einen harten Gang fahren kann. Ich habe dazwischen immer wieder ein bisschen Luft gelassen müssen und das geht halt bei so einem Klassenfeld. Ja, also ich bin sicher noch nie so ein schweres Schwarz gefahren. Es waren so viele Einzelfahrer. Jetzt hat jeder mal ein bisschen Lunte geworfen gehabt. Und man sieht am Ergebnis so laut zusammen und so wenig Punkte. Der Sieger hat. Das spiegelt sich wieder im Wettbewerb von mir zusammen. So machen wir bis zum Schluss. Dass eigentlich jeder eine schöne Kette bekommt und das war sicher gut. Ja, also ich werde nur taktieren. Ich werde schauen, dass ich das Ziel spielt dabei bin. Und ich bitte die Komiteemitglieder zum zu einem Abschiedsfeld. Jürgen Kotulle ist hier neben mir. Jürgen, du hast dieses Rennen am Anfang verhalten, in der Mitte sehr stark, am Ende souverän gefahren. Wie ist es dir heute gegangen? Wie hast du es aus deiner Sicht erlebt? Genau wie beschrieben, also wirklich. Und wir begrüßen ihn in einem herzlichen Applaus. Bravo, Martin Kompfloh. Sogar es hat Leute gegeben, Martin, die während der Trainer gesagt haben, sogar mal, was hat der für ein Angebot? Der ist doch super in Form. Und da hast du dich heute so gemacht. Ah ja, ich glaube, so glaube ich schon zuvor. Ja, ja, das ist schon. Das heißt, es war heute ja, ich habe mir nie so schnell Schwarz gefahren, weil es waren noch so viele mehr oder weniger Einzelkämpfe da und jeder hat die Lunte getroffen gehabt, dass einer das vorne mitfahren kann und das Feld war so knapp beieinander. Ja, deswegen bin ich trotzdem glücklich mitgefahren. Wie oft hast du in diesen Rennen gedacht, jetzt gebe ich nur den Kopf ab und dreh großes Zeug heute, denn ein paar Mal haben sie ja wohl abhängen. Ne? Habe ich nur noch einen Kopf. Meine Damen und Herren, Honor, knapp vor der Siegerehrung. Applaus für den Martin Gels, der Siegerehrung.